Sie sagte, wenn ich mich selbst bemitleiden wollte, wäre ich bei deinem Vater geblieben. Oh, da geht's ziemlich tief runter. Lass mich dir runterhelfen. Ich schaff das alleine. Dreimal. Was? Ach, jetzt komm schon. Dreimal habe ich dich jetzt gerettet. Der Erdrutsch, dein Fuß. Was? Du wärst jetzt tot, wenn meine Mama mir nicht beigebracht hätte, wie man eine Wunde verbindet. Gut. Dann eben zweimal. Der Erdrutsch und gerade eben. Hey, lass mich mal sehen. Lass mich. Es ist nichts. Hey, mir geht's gut. Na komm, krempel den Ärmel hoch und gib zu, dass wir Freunde sind. Das überlege ich mir noch. Zeig mal her. Ah. Ah, es wird schlimmer. Hör zu, nicht gebrochen, kein Blut. Er wird sich beruhigen. Das macht er doch immer. Los, der Junge sagte, zur Station geht's hier lang. Meinst du, dass Leute echt so gelebt haben? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was in Fultons Original Blend drin ist, aber so glücklich habe ich noch nie jemanden gesehen. Nicht im echten Leben. Verschlossen. Na toll. Wir können jetzt nicht umkehren. Wo sollen wir auch hin? Es muss einen anderen Weg geben. Na endlich. Was war denn los? Oh, das ist übel. Übel mit einer Beilage Brokkoli. Was soll das denn heißen? Ach, nichts. Meine Ma hat das früher gesagt. Gut geschossen. Hey, das zählt übrigens nicht.
Farmer den Eindruck, dass es nicht so eine gute Idee war, nach dieser Station zu Holzmonster da. Nein. Die Station kann gar nicht echt sein. Nicht mit so einem Nest hier unten. Vielleicht sollten wir umkehren. Wir gehen einfach den gleichen Weg zurück. Wir finden einen anderen Ausweg. Alles in Ordnung. Ihr seid in Sicherheit. Hey, warte mal. Wir sind Freunde. Wir sind hier, um zu helfen. Ich kann das nicht länger halten, Bo. Danke. Wer seid ihr? Keine Zeit für Fragen. Wir müssen hier weg. Auf drei. Eins. Zwei. Hab ich nicht. Jetzt seid ihr auf euch allein gestellt. Hey, wir haben immer noch uns. Richtig. Folgt uns, ihr zwei. Das waren nicht die letzten dieser Art. Hier wimmelt es nur so von der Saat. Was ich vorhin in der Station gespürt habe. Wartet. Ihr seid von der Station? Mist! Vielleicht gibt's den Weihnachtsmann ja wirklich. Ja, sie ist nicht weit von hier. Aber der Weg nach unten ist eingestürzt.
Wir müssen einen anderen Weg rausfinden. Die Holzmonster wissen, dass sie verloren haben. Aber sie werden nicht einfach so aufgeben. Alles okay? Nicht schlecht geschossen, Fremdling. Ja, ich hatte etwas Übung. Das glaube ich. Aber keine Sorge, die Station ist sicher. Sicherer. Also, echt jetzt? Nahrung und Wasser? Und Leute, die mit einem alten weißen Typen abhängen? So ungefähr. Hey, hey, warte. Lass mich dir etwas Wasser holen. Cass! Oh, das sieht mir nach Sargfäulnis aus. Aber ich habe noch nie einen so üblen Fall gesehen. Mir geht es gut. Wir müssen sie zur Station bringen. Und zwar schnell. Die Ärztin dort ist ihre einzige Chance. Wir sollten weiter. Und zwar bevor es dunkel wird.
Verdammt. Das ist Wriggler. Nenn mich Rix. Ich hab dich, Schätzchen. Keine Sorge, Fremdling. Wir kümmern uns gut um sie. Willkommen in Station 13. Hey, keine Sorge. Rix hat recht. Ihr wird's gut gehen. Geht es dir gut? Nur Kopfschmerzen. Hey, hey, Clementine. Du siehst nicht gut aus. Ich hol dir Wasser. Mir geht's gut. Nein, dir geht es nicht gut. Du brauchst Ruhe. Oh. Er ist der Bürgermeister der Station. Deshalb denkt er, dass er bei allem und jedem das Sagen hat. Hör mal. Ich werde mich bei Fort melden und mich dann ausruhen. In Ordnung? Ich habe schon viel Schlimmeres durchgemacht. Also, Fremdling. Deiner Freundin wird es gut gehen. Ich bin Bo Ward. Und das ist Station 13. Du musst weit gereist sein. Die Saat stirbt zwar langsam aus, aber die Straßen sind immer noch gefährlich. Was habt ihr beiden da draußen gemacht? Nach der Station? Wirklich? Ich wusste gar nicht, dass Leute wissen, was wir hier machen. Wir sind von der Außenwelt schon so lange abgeschnitten. Nun, es überrascht mich, dass Leute außerhalb der Tore über uns Bescheid wissen. Irgendwie ist das nett. Hey, frag rum, wenn du etwas brauchst. Oh, fang bei Ford an. Er möchte dich sicher kennenlernen.